Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten wirklichen Eastern Front Cast. Und diesen habe ich jetzt etwas vorgezogen, beziehungsweise eigentlich improvisiert. Den wollte ich gar nicht oder hatte ich eigentlich nicht vor. Aber da das Turnier leider erst für mich am Sonntag startet, sozusagen, habe ich gedacht, ich werde trotzdem ein Spiel casten. Allerdings kommt das nicht in die Playlist des Turniers rein und das werde ich auch nicht kennzeichnen. Das ist allerdings ein Spiel des Turniers aus der ersten Runde. Ein ja etwas kürzeres Spiel, aber ich denke mal, das wäre ganz gut, wenn ich vielleicht, oder ist ganz gut, dass ich ein Replay sozusagen, um euch einzustimmen auf Eastern Front zu caste. Ja, casten tue. Ja, jedenfalls ist das Spiel im Rahmen des Turniers und zwar das erste Spiel. Beziehungsweise einfach die erste Runde, aber ich glaube, das ist sogar das zweite Spiel. Ich habe jedenfalls mal eins rausgesucht und auch kurzes Update bezüglich des Turniers. Am Freitag war eben das Problem, dass bei einigen Spielern die Gegner einfach nicht kamen. Also bei mir zum Beispiel, da kam einfach mein Gegner nicht und wir haben eine Stunde dann gewartet und irgendwann, theoretisch nach 10 Minuten, hätte ich eigentlich das Recht auf ein Free Win sozusagen, auf ein Freilos. Aber ich habe eine Stunde gewartet, als mein Gegner immer noch nicht kam. Ja, habe ich eben gedacht, dass das fair genug war und habe einfach dann ein Freilos bekommen. Bin sozusagen jetzt in der zweiten Runde und die wird am Sonntag um 18 Uhr sein und ich werde dann das Spiel, wenn ich schaff's, am Montag oder Dienstag hochladen. Ja. Auch wenn es jetzt dafür ein bisschen später für mich startet, habt ihr natürlich einen Vorteil, denn ich habe ein Intro gemacht, das ich dann für jedes Spiel tun werde. Ja, das hier, wie gesagt, ist zwar aus dem Turnier, ich werde es aber als normales Spiel casten. Zur Karte, das ist eine Eastern Front Karte und die heißt Kotlenikovo oder so ähnlich. Ist eigentlich von der Aufmachung her ein bisschen wie Angerville. Eigentlich ziemlich ähnlich, nur ein bisschen angepasst. Schauen wir uns mal die Ressourcen an. Wir haben hier ein 10er Treibstoff und hier ein 10er Treibstoff. Das sind eigentlich die wichtigsten. Also von den Ressourcen her ist es ein bisschen anders als Angerville, aber so insgesamt sieht es eigentlich gleich aus. Ja, Munition haben wir dafür ein 16er links und ein 16er rechts und ein 10er jeweils an der Basis. Also paar 5er auch noch und schauen wir uns mal ganz kurz an, wie das aussieht. Ist im Prinzip aus dem Grund ein bisschen ähnlich wie Angerville. Da hier oben ein paar Hecken sind, das ist eigentlich eher gleich wie Langree. Und ja, eigentlich ziemlich cool. Ein paar kleinere Deckungen. Diese Strohhaufen, was auch immer. Strohhaufen. Dann gibt es hier natürlich ein paar Häuser. Und hier rechts oben auch nochmal ein Haus. Auf der linken Seite gibt es eigentlich nur dieses eine Haus und dieses kleine. Und ja, sieht eigentlich alles ganz gut aus. Also richtig coole Karte. Und auch eine ziemlich faire Karte. Also auf der lässt sich's gut spielen. Ja, zu den Spielern. Als Sowjetunion JB Conqueror, wie auch immer, gegen Jeklord 10. Ja, das Einzige, was erlaubt ist, Wehrmacht gegen die Sowjetunion. Und ja, es sind immer zwei Spiele. Und ja, jeder spielt immer eine Fraktion auf der gleichen Karte. Und wenn dann nachs noch 1 zu 1 stehen sollte, ja, dann gibt es ein nächstes Spiel, das entscheidet. Ja, ich werde das Spiel jetzt nicht als Turnier casten, denn das wären ja dann auch zwei Spiele, sondern ich werde lediglich dieses eine Spiel casten. Fangen wir mal an. Und ja, wir merken gleich, die Russen haben zu Beginn keine Einheit auf dem Feld, während der Wehrmachtler hier gleich starten kann. Und ja, es gibt einen 2-Pio-Start, einen 3-Pio-Start, genau. Das ist eigentlich als Russe ziemlich klassisch. Und ja, ich würde natürlich mit dem ersten gleich mal cappen gehen. Und ja, hier kann man auch schön nach links und nach rechts cappen. Und der Wehrmachtler entscheidet sich aber gleich sein T1 zu bringen und er startet auch mit 3 Pios. Also hier sehen wir schon mal eine Abweichung vom Wehrmachtler. Hören wir den Sound an. Nein, das war das Falsche.
Ja, ich spiele übrigens, also wir spielen alle natürlich logischerweise im neuesten Patch, der ist 1.7.2 und ja, der ist wirklich richtig super. Also die Russen, die erkennt man wirklich nicht mehr. Ich habe neulich, ja, am Freitag, als ich eben nicht spielen durfte, konnte, wie auch immer, habe ich mit einem Kumpel gespielt. Wir haben uns über den TS auf unser Overlord getroffen und der hatte noch die Version 1.2, musste erstmal die ganzen Patches runterladen und der war wirklich ein Stück weit überfordert mit dem Spiel, denn die Russen sind wirklich anders. Am Anfang war er natürlich ein bisschen enttäuscht, dass, ja, sagen wir mal, die Russen nicht mehr so stark sind, aber irgendwann fand er es richtig cool, denn auch die Doktrinen wurden angepasst, etc. pp. Also der aktuelle Patch ist wirklich richtig klasse und die Russen sind echt super. Ja, wir sehen hier gleich mal den kleinen Capping-Vorteil der Russen und der erste Zehner ist schon gesichert, während, ja, der Wehrmachtler hier nur Treibstoff die den Fünfer hat und natürlich die Fünfer vom von der Basis. Ja, es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir cappen hier gleich nach links. Und zwar der Kommandantentrupp ist jetzt gekommen. Der kostet natürlich viele Ressourcen, sollte aber nach Möglichkeit das ganze Spiel überleben und später dann mit Veteranenstufen wirklich richtig stark sein. Ja, erste Volks draußen. Kann man gut machen. Ich würde allerdings gegen die Russen eher ein MG spielen, denn auch wenn sich die Karte jetzt nicht unbedingt super anbietet, aber wenn man einigermaßen mit MGs gut umgehen kann, sind die Russen eigentlich am Anfang sehr zurückgedrängt, da die wirklich sehr schnell sterben, wenn die in MG-Feuer reinlaufen. Ja, was kommt als nächstes? Die Rekruten. Klar, die einzige wirkliche Infanterieeinheit, wenn man den Kommandantentrupp mal nicht berücksichtigt, die der Russe am Anfang bringen kann. Ja. Davon sind nur die wenigsten bewaffnet. Vier Stück sind bewaffnet, drei Stück sind unbewaffnet. Kosten dafür nicht viel. 220 Manpower, so viel wie ein, fast so viel wie ein Schwimmwagen und so viel wie ein Jeep. Also echt ziemlich günstig. Auch zum Refreshen die billigsten Einheiten, die es gibt. Und ja, dafür sterben die natürlich extrem schnell. Ja, von der Karte her, der Wehrmachtler ist trotzdem einen kleinen Vorteil durch seine drei Pios und ja, auch durch sein Volk, der jetzt hier capped. Ja, wir sehen hier auch den ersten Kampf. Auch wenn das natürlich nur Pio gegen Rekruten ist, da auch die Rekruten gewinnen natürlich. Und der Kommandantentrupp kann hier trotz allem den Zehner wieder erobern. Und die ersten Siegpunkte werden da auch erobert. Ja, jetzt steht das T2. Und das T2 kostet keinen Treibstoff. Das ist sehr gut. Dafür muss man sich entscheiden, welche Einheit man braucht. Braucht man Pax und Mercer, muss man die erste Tech-Stufe ja, sich kaufen oder techen. Oder möchte man einen Scharfschützen und Panzerjäger? Werden es gleich sehen und er entscheidet sich. Sobald er die Ressourcen hat, wird er natürlich noch was bauen. Ja, und das ist auch interessant, also er spielt nur mit einem Rekruten. Ich persönlich spiele eigentlich immer mit drei Rekruten und gehe dann auf T4. Und das Interessante bei den Russen ist ja auch, man muss nicht wie bei allen anderen Fraktionen erst irgendwelche Gebäude bauen. Man kann auch direkt auf das T4 gehen, braucht halt den entsprechenden Treibstoff. Und hier sehen wir, dass die Volksgrenadiere zwar den Anschein erwecken, hier zu verlieren, und die Rekruten hier in grüner Deckung natürlich auch ziemlich gut sind. Und jetzt wird der Volks hier zusammengeschossen. Das ist natürlich extrem. Machen wir noch ein bisschen leiser. Ja, so müsste es passen. Und ja, der Kommandantentrupp ist natürlich sehr stark. Mit diesem einen Major in der Mitte. Sieht wirklich gut aus mit dieser Pistole da bewaffnet. Hat auch gerade übrigens einen ziemlich coolen Sound gegeben. Und natürlich die Rekruten, die müssen immer irgendwie unterstützt werden. Natürlich jetzt das MG, der größte Feind meines Erachtens der Sowjetunion. Und ja, hier wird natürlich fleißig Cut-off, Punkte erobert. Und das Gute ist natürlich, da man das Upgrade aus der Unterstützungskaserne hat, kann man die Strelki, eigentlich die Hauptinfanterie, ja, ist eigentlich wie ein Volks, nur ja, zahlenmäßig überlegen und kann auch später noch mit anderen Dingen ausgerüstet werden. Ja, hier sehen wir jetzt das MG, das hier den Rekruten ordentlich Schaden zufügt, allerdings nicht gleich festnagelt, da die sich in der Deckung befinden. Und die Volks, die leben natürlich jetzt gefährlich, auch wenn die Rekruten auch nicht mehr lange leben. Aber die Volks, sie könnten draufgehen und das wird einen Fug geben. Ja, das gibt den Fug. Das war vielleicht sogar der Kommandant.
der jetzt auch schon 3 Kills hat. Und mit dem Kommandanten muss man immer schauen, mit diesem Kommandantentrupp, dass man wettbekommt und dass man die auf keinen Fall verliert. Denn es ist im Prinzip bei allen Soldaten so, der Sowjetunion, dass die ziemlich schnell sterben. Aber er hat hier Glück. Auch wenn er hier seine Rekruten zurückziehen musste. Und es sind jetzt 2 Strelkis auf dem Feld. Und er wird vermutlich dann auch diese Waffenkammer bauen und dann die aufrüsten. Hier sehen wir auch übrigens sehr schön gedrahtet vom Wehrmachtler. Das finde ich echt gut. Oder hat das der Kongo gebaut? Ah ne, das ist sogar schön gedrahtet von unserem Spieler. Und jetzt sehen wir auch Wett 1 und da kann man sich entscheiden, ob Offensiv- oder Defensiv-Bonus. Er hat sich hier, ich glaube, für Offensiv-Bonus entschieden, sofern ich das sehen kann. Und von der Map her hat sich es jetzt einigermaßen gedreht. Er hat hier komplett die linke Seite abgeschnitten, ist hier überall auf dem Vormarsch, beziehungsweise capped. Und ja, es steht beim Wehrmachtler jetzt auch nicht besonders viel, es steht noch kein T2, während wir schon Pax oder Panzerjäger und Scharfschützen etc. bauen können. Ja, die Strelkis haben hier allerdings ein bisschen eingesteckt. Und ja, langsam aber sicher entwickelt sich das in die Richtung des Conqueror. Und natürlich muss er jetzt aufpassen, der Wehrmachtler, denn irgendwann, wir sehen es, ja, jetzt kommt wahrscheinlich auch das T4. Und natürlich der Sanitäts-LKW, der auch elementar ist. Und da kommt das T4, das kostet, soweit ich weiß, 55 Treibstoff. Einziges Problem, da kann man keine Einheiten rekrutieren. Man muss auch erst eine, ja, so eine Tech-Stufe sich aussuchen. Und die kostet dafür ziemlich viel. Möchte man ein T34, muss man 105 Treibstoff aufwenden und noch 80 für den Panzer selbst. Und der Vorteil des CIS-Sanitäts-LKW ist, dass man den irgendwo im eigenen Territorium stationieren kann und seine Truppen dann dorthin zurückziehen kann. Ja, er setzte schön seine Einheiten ein und konnte hier sogar einen Fuck erzielen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum diese Einheiten hier normal aussehen, obwohl ich ja bisher das Realistic Skin Pack drauf hatte, bei der F-Mod ist es einfach so, dass diverse Skin Packs nicht funktionieren, da es eben eine Mod ist. Ja, der Kommandantentrupp hat jetzt auch schon 10 Kills und da kommt irgendwann auch Wett 2, allerdings reicht Wett 1, um die Fähigkeiten zu erhalten. Wir sehen das leider jetzt nicht, aber man kann eben aufstacheln und einen Verteidigungsschlag rufen. Das ist so ähnlich wie der Mörserschlag des deutschen Offiziers, kostet nur erheblich weniger, ich glaube nur 75 Munition. Und die Karte sieht doch echt super aus und wir haben hier sogar ein deutsches MG erbeutet. Da sehen wir hier ein MG42 und die Russen haben kein MG. Und mit diesem MG42 sieht das super aus, die gesamte rechte Seite, zumindest den wichtigen 10er Treibstoffpunkt, hat er jetzt unter Kontrolle. Und der Kommandantentrupp muss sich jetzt zurückziehen und man sollte auch immer aufpassen, dass man den behält, vor allem wenn man Wett hat. Und jetzt kommt auch das angesprochene Upgrade für die Strelki, dann kann man eben denen entweder MPs geben oder ein MG gibt es, glaube ich, auch. So eine Art MG42. So ein leichtes MG. Ich weiß nicht, wie das heißt. Maxim oder so, keine Ahnung. Hier ist ein deutscher Scharfschütze, der aber nicht viel ausrichten kann, denn das T4 steht und die Ressourcen, so wie es aussieht, hat er auch bald für ein Panzer-Upgrade. Und gegen die Masse kann ein Scharfschütze nicht so viel ausrichten und ein deutscher Scharfschütze ist eben gegen die Russen nicht besonders effektiv. Wir sehen es jetzt hier auch, die Banner-Strelki, dieses Upgrade ist fertiggestellt, dadurch erhält einer von denen eine Flagge. Natürlich etwas weniger Kampfkraft, im Gegenzug kann man sich entscheiden. Ich glaube, wenn man die MPs wählt, dann kann man sozusagen über das Schlachtfeld rennen. Und wenn man das MG wählt, kann man diese Funktion bleibt standhaft wählen, dann kann man sich eben gegen Unterdrückungsfeuer immun machen. Ja, wir sehen es auch hier von der Doktrin her hat er die Sturmstrategie gewählt, eigentlich die Doktrin, die auch ich immer wähle. Und ja, dann gibt es die begeisternde Ansprache für etwas, ja, wenig Munition eigentlich, 40, und dann sprinten die Männer, da Stalin ihr irgendeinen Befehl gegeben hat. Ja, jetzt greift er natürlich mit seiner Masse an, kann hier wieder einen Fuck austeilen, sage ich mal. Und er hat jetzt auch die MPs für den Kommandantentrupp erforscht. Und ja, die kosten, glaube ich, 100 Munition, sind aber wirklich richtig stark.
Ja, und jetzt auch hier Wert 1 für beide Infanterietrupps. Er hat jetzt hier alle Infanterietrupps, die jetzt hier auf dem Schlachtfeld sind, mit Wert 1. Und kann sogar den Volks noch erwischen. Und wir sehen, die MPs machen ordentlich Schaden. Allerdings kommt der Volks davon. Ja. Und der Kollege Wehrmachtler, der Jäckler, der verliert hier ziemlich viele Einheiten, auch wenn jetzt das T2 steht. Aber er hat jetzt nicht die nötigen Ressourcen, um einem sowjetischen Panzer, der irgendwann bald mal kommen könnte, etwas entgegenzusetzen. Ja, und jetzt kommt auch von der Doktrin her kann man sich eine Su-85. Ist ein sehr guter Panzer, eignet sich aber nur zur Panzerabwehr und weniger gegen Infanterie. Mein persönlicher Lieblingspanzer ist der T-34 mit der kurzen Kanone. Es gibt nämlich zwei Ausführungen des T-34. Eine mit langer Kanone und eine mit kurzer Kanone. Der mit kurzer Kanone ist logischerweise gegen Infanterie. Ja, ich vermute allerdings, dass er jetzt. Ne, er hat sich jetzt. Ah, er hat sich jetzt die Waffenreserven gegönnt. Durch dieses Upgrade kann man die ganzen Rekruten mit zusätzlichen Gewehren ausrüsten. Auch ziemlich cool. Ja, und die russische Armee, die lebt eben von dieser Waffenkammer. Da kann man für alles Erdenkliche irgendwelche neuen Upgrades kaufen. Und jetzt sind die ersten Grenadiere auf dem Feld. Und ja, schön in Nahkampf. Und ja, wir sehen hier ordentlich Schaden zugefügt, dann nochmal zurückgezogen. Und jetzt ist auch das MG ausgerüstet. Es könnte natürlich noch ein Rekrut drauf gehen, der überlebt noch. Und jetzt diese Fähigkeit bleibt standhaft, ist aktiviert. Ja, und wir sehen, die halten dann doch einiges aus. Und jetzt kommt auch der nächste MG-Trupp dazu. Ja, und die Grenadiere, die halten hier nicht besonders lange durch. Wir sehen es hier, auch wenn ein neuer dazu kommt. Ja, eine Granate, die hat leider nichts genützt. Und die Waffenreserven sind jetzt fertiggestellt. Jetzt muss es sich natürlich. Nein, er kann hier sogar stehen bleiben und kann sogar noch ein Bett absahnen. Muss hier natürlich auf seinen Trupp aufpassen. Zieht sich da auch zurück. Da leben aber noch zwei Mann und der Deutsche zieht sich zurück. Und ich würde sagen, dass der Sowjetspieler hier doch mehr gewonnen hat. Er hatte weniger verloren. Und er ist auch jetzt bald in der Lage, irgendwas Schweres zu bauen. Vielleicht wartet er auch auf den Treibstoff. Auf die 105 Treibstoff, um dann seinen schweren Panzer anzufordern. Ja, und er hat hier immer noch einen Wett 1 Trupp an der Front und ja, hier auch noch sein MG, klar. Ein Vorposten, ein ziemlich starkes Teil, da kann man eine Infanterieeinheit reinsetzen. Auch ziemlich coole Details mit dem Telefon hier, finde ich echt klasse. Und man kann seine Einheiten verstärken, das habe ich ja in dem einen Video, beim ersten Video auch schon erwähnt, also das ist wirklich richtig klasse. Ja, und jetzt rollt diese angesprochene Su-85 an die Front, diese Doktrineinheit, Spezialeinheit, Reward-Einheit, wie auch immer. Und die ist wirklich ziemlich cool, die kann man auch noch mit der Käfigpanzerung für, ich glaube, auch 75 Munition oder so ausrüsten. Und der kann natürlich jetzt schön die Basis aufräumen. Und wir sehen, der Wehrmachtler hat überhaupt nichts, was Panzerabwehr betrifft. Ja, er schreibt hier noch irgendwas Wonderful, weil er eben nichts dagegen in der Hand hat. Ja, und was kommt jetzt? Hier wird vielleicht bald das Upgrade kommen. Ich weiß nicht, wie viel Manpower das kostet. Das kann man aber noch im Blick halten. Ja, ein Scharfschütze kommt, das bringt wirklich nichts. Er sollte sich mal lieber um eine Pack kümmern. Ja, und natürlich kann die Basis jetzt wirklich aufgeräumt werden. Er bekommt auch keinen Treibstoff. Und ja, Munition auch nicht viel, der Wehrmachtler. Das heißt, er setzt sich zwar zur Gegenoffensive an, ist hier zahlenmäßig überlegen. Kollegen hat sogar ein MG. Ja, wir sehen, der Russe kassiert hier doch ordentlich, kann hier aber wirklich Wett absahnen, zieht sich dann jetzt auch zurück, verliert keine Einheit, hat das MG ausgeschaltet, hat die Deutschen zurückgedrängt, wird sogar den Grenadiertrupp hier noch bekommen, wenn er hier Focus Fire drauf macht. Ah, den muss er doch noch bekommen. Ja, und da hat er ihn bekommen, perfekt. Kriegt hier sogar noch Wett 2. Hat hier auch das MG ausgeschaltet und geht als Gewinner der Schlacht hervor. Und ja, das MG war viel zu offensiv. Das MG hätte ein bisschen defensiver platziert werden sollen. Und natürlich Anti-Tank sieht es hier, also anti-panzermäßig sieht es hier schlecht aus. Und jetzt auch diese Sturmausrüstung ziemlich stark. Damit kann er nämlich Sprengladungen werfen.
mit seinen Pionieren, was er jetzt auch macht. Und dann erstmal das T2 ausschalten. Und das wird es auch draufgehen, das T2. Ja, und das war wirklich ein guter Schachzug hier, das MG ausgeschaltet und dann mit starken Ingenieri, wie auch immer man das ausspricht, anzugreifen. Ja, er hat jetzt immer noch kein Upgrade gewählt. Und ja, natürlich, das Spiel ist an dieser Stelle gelaufen. Das kann nicht mehr gewonnen werden. Jetzt hat er sogar diesen Luftangriff. Der ist auch ziemlich cool, wenn man die Ressourcen hat. Ja, das ist ziemlich stark, denn das ist eine Mischung aus Strafe Run und Bombenflug. Und der dauert, glaube ich, eine Minute. Also, nee, nicht Bombenflug. Mischung aus Henschel und Strafing Run. Also, das ist wirklich richtig stark. Braucht er aber hier nicht. Und ja. Hat hier sogar noch einen zweiten Panzer geholt. Jetzt kommt auch das GG. Und auch das GG vom Sowjetspieler. Ja, hier hat das NG sogar noch an die Front geholt. Und ja, thanks for the lesson, schreibt er hier. Klar, er hat hier eine ordentliche Lektion bekommen. Und schauen wir uns das hier auch nochmal an. Das sieht auch extrem cool aus. Gibt auch ein schönes Geräusch. Jawohl. Da ist das T1 bald Geschichte. Und ja, diese Su-85 ist gegen Panzer wirklich ziemlich stark. Schauen wir uns lieber das Modell hier an. Das sieht ein bisschen besser aus. Kann man auch noch mit einer Käfigpanzerung ausrüsten. Und ich finde von den Einheiten her wirklich ziemlich cool. Und ja, das Ganze hier, wie gesagt, kommt vom... ist ein Turnierspiel. Und deswegen fragen sie jetzt, wer von den beiden das Replay hochlädt. Und an dieser Stelle ist auch die Wiederholung beendet, beziehungsweise die Siegmarken haben runtergetickt. Und ich habe extra gedacht, dass ich ein kleines Spiel hochlade, dass ich euch mal ein bisschen auf Eastern Front einstimmen kann. War doch jetzt ein kurz und klares Spiel. Ich fand es aber trotzdem ganz in Ordnung. Ich habe davor auch nicht gewusst, dass es so kurz wird. Und ja, natürlich freue ich mich auch schon auf meine eigenen Spiele, die hoffentlich ein bisschen länger gehen. Und ja, wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr irgendwie das Video bewertet, wenn ihr Kommentare schreibt. Und ja, an dieser Stelle kann ich mich nur von euch verabschieden. Und ja, dann bis zum nächsten Video, das dann mein Turnier beinhalten wird, beziehungsweise mein Spiel. Ja, also ciao.